Hallo, ich bin Galina und ich zeige heute Ihnen, wie man Schokocroissant selber macht. Sie benötigen folgende Zutaten: 250 Gramm Butter, 25 Gramm frische Hefe, 500 Gramm Mehl, 125 Milliliter Milch, 200 Gramm Wasser, 12 Gramm Salz und 40 Gramm Zucker. Lassen Sie ungefähr eine Stunde, bevor Sie mit den Schokocroissant beginnen, die Butter und die Hefe bei Zimmertemperatur aufwärmen. Erwärmen Sie Wasser, Milch und Zucker auf Trinktemperatur. Darin lösen Sie dann die Hefe auf. Schütteln Sie das Mehl mit dem Salz zusammen in eine Schale und drücken Sie eine Mulde in der Mitte. In diese Mulde geben Sie die erwärmte Flüssigkeit und arbeiten das Mehl von innen nach außen unter, bis eine einheitliche Teigmasse entsteht, aus der letztlich die Schokocroissants bestehen. Lassen Sie den Hefeteig zugedeckt 30 Minuten ruhen. Vermischen Sie die weiche Butter mit dem zusätzlichen Mehl, ca. 50 Gramm. Kneten Sie den Croissant-Teig nach 30 Minuten noch einmal durch und teilen ihn in 4 gleich große Stücke. Ebenso teilen Sie die Butter in 4 Stücke auf. Rollen Sie den Croissant-Teig auf einer gut eingemälten Fläche, ungefähr auf die Größe eines Blatt Papiers aus. Hin und wieder wenden Sie den Croissant-Teig und mehlen ihn erneut ein. Geben Sie ein Stück der Butter auf das Viertel des Croissant-Teigs und zerstreichen Sie sie in der Mitte des Teiges. Schlagen Sie die Ecken und Kanten über der Butter zusammen. Damit wird ein späteres Austreten der Butter verhindert. Packen Sie das Teigstück in Frischhaltefolie ein und verstauen Sie es mindestens 4 Stunden im Kühlschrank. Nehmen Sie dann den Croissant-Teig dann wieder aus dem Kühlschrank und rollen Sie ihn auf einer eingemälten Fläche zu einem Rechteck aus. Nach dem Ausrollen eines Teigviertels schlagen Sie die Ecken und die Kanten wieder um und packen Sie das Teigstück in Frischhaltefolie und verstauen es wieder im Kühlschrank. Dann bearbeiten Sie die nächste Portion. So verfahren Sie 2 oder 3 Mal bei jeder Portion. Ist der Croissant-Teig fertig, schneiden Sie die Rechtecke heraus. Teilen Sie jedes Rechteck in 2 Dreiecke und geben Sie in die Mitte ungefähr einen Teelöffel Nutella. Dann rollen Sie die Dreiecke zur Spitze hin auf und drehen die Enden ein wenig ein, so dass die typische Croissant-Form entsteht. Heizen Sie den Backofen auf 190 Grad vor, breiten Sie die Croissant auf einem Backblech aus und backen Sie sie auf einer der untersten Stufe 15 bis 20 Minuten.